Wir haben uns im letzten Jahr sehr bewusst dafür entschieden, dass wir genau an diesem historischen und symbolträchtigen Wochenende unseren Verband gründen wollen. Knapp 30 Burschenschaften haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam den burschenschaftlichen Wertekanon Ehre, Freiheit, Vaterland in einem neuen Verband zu leben, zu gestalten und weiterhin in die Welt hinauszutragen. Die Allgemeine Deutsche Burschenschaft bezieht sich auf die Urburschenschaft von 1815 und möchte an diesen demokratischen Werten festhalten. Wir halten fest an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und an unserem Wahlspruch Ehre, Freiheit, Vaterland. Es folgt nun das Totengedenken. Ich glaube, die Urburschenschafter haben sich Gedanken gemacht, die auch jetzt nach 200 Jahren noch zeitlos sind. Ehre, Freiheit und Vaterland haben auch definitiv im 21. Jahrhundert ihre Daseinsberechtigung und auch noch in 200 Jahren. Somit rufe ich vom Ort der Gründung der Urburschenschaft die Allgemeine Deutsche Burschenschaft aus. Es steigt das Burschenschafterlied. Ich glaube, man kann die Moderne ohne die Geschichte, ohne die Tradition nicht vernünftig gestalten. Man muss schauen, wo man herkommt, man muss seine Wurzeln kennen, damit man sie auch ins 21. Jahrhundert tragen kann und dort Moderne interpretieren kann. Wir können als Burschenschaft unserem Auftrag von 1815 nur gerecht werden, wenn wir uns eben zusammenschließen und gemeinsam stärker fürs Vaterland und auch für die Bünde arbeiten können. Der Dachverband ist kein Selbstzweck, der ist nicht Gott gegeben. Wir brauchen einen Mehrwert. Dieser Dachverband möchte einen Mehrwert schaffen, einmal für die Gesellschaft, für unser Vaterland und natürlich auch für die Bünde, die mitmachen. Können wir uns jetzt schon mal hier der Reihe nach aufstellen? Wir beginnen einfach dann von rechts nach links. Stellen Sie sich dann bitte auf. Da haben wir zuerst die Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller Jena. Silenzium für den Einzug der Chargierten. Es zieht ein die Burschenschaft Ascania Friedberg. Also es gibt insgesamt im Moment drei burschenschaftliche Verbände, die Deutsche Burschenschaft, die Neue Deutsche Burschenschaft und wir als Allgemeine Deutsche Burschenschaft. Und uns unterscheidet, dass wir den Wahlspruch der Burschenschaft Ehre, Freiheit, Vaterland als absolut ungeteilten Wahlspruch ansehen. Wir sagen, es ist keine Überhöhung eines einzelnen Teils dieses Wahlspruchs möglich. Nur Vaterland gibt es für uns nicht, bei uns ist es immer Ehre, Freiheit und Vaterland. Und dadurch heißt das für uns auch, dass die Würde aller Menschen unantastbar ist, ganz klar. Das kommt aus der Ehre heraus und das unterscheidet uns, glaube ich, von den anderen Verbänden zum Teil durchaus. Ansonsten noch Fragen? Gut, dann werden wir jetzt mal den Auszug üben. Also ich bin das erste Mal auf einem Burschentag und ich war begeistert davon. Erstens von der Aufbruchsstimmung, die hier war, von den Vorträgen, hohes Niveau, hohe Qualität. Ich bin begeistert, fahre auch begeistert zurück und denke, dass ich alle meine Bundesbrüder und nicht nur meine Bundesbrüder, sondern auch von anderen Verbindungen, Burschenschaften überzeugen kann, hier mitzumachen. Die verfassungstreue Basisdemokratie ist für uns sehr, sehr wichtig, dass die Entscheidungen
gemeinsam getroffen wurden. Wir haben uns in mehreren Tagungen getroffen, mit allen Bünden zusammen, über 3 Jahre hinweg, haben das gemeinsame Wertefundament erarbeitet. Und wir wollten, dass alle Bünde hinter dem stehen, was wir machen, damit sie das identifizieren, dass sie das aufnehmen, dass sie das auch leben, dass es keine leeren Worthülsen sind, sondern dass es gelebte Realität ist. Es freut mich ganz besonders und von Herzen, dass ihr euch bereit erklärt habt, diesen Neuanfang, diesen ersten Schritt, diesen sicherlich beschwerlichen Schritt, aber auch diesen lohnenden Schritt zu machen. Ich darf euch dreien hiermit die Allgemeine Deutsche Burschenschaft in treue Hände übergeben. In der Reihenfolge der Gründung werde ich die Bünde einzeln aufrufen. Immer in 4er Gruppen bitte ich Sie, nach vorn zu kommen. Ich glaube, das unterscheidet unsere Verfassung von vielen anderen, dass wir sagen können, unsere Verfassung ist gelebte Realität und ist das, was die Burschenschaften heute tun. Wir möchten allerdings trotzdem den Begriff Burschenschaft in die Gesellschaft hier rein transportieren. Wir sind Teil der Gesellschaft und wir möchten auch als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden und in die Gesellschaft wirken. Und dadurch haben wir jetzt den Grundstein gelegt hier in Jena. Herr Verbandsvorsitzender Sambale, ich melde Ihnen die vollständige Unterschrift der Gründungsurkunde. Wir möchten unsere Mitglieder dazu anhalten, fördern und fordern ihre Bildung in politischer Hinsicht, in akademischer Hinsicht. Und wir möchten ein großes Netzwerk sein. Wir möchten die Lokomotive für Demokratie und Freiheit in Deutschland sein, wie sie auch 1815 schon war. Und wir möchten in Diskussionen diejenigen sein, die das Leuchtfeuer der Demokratie hochhalten, wenn sie auch mal in turbulenten Zeiten vergessen werden. Wir sind der burschenschaftliche Verband der Zukunft. Wir singen nun das Lied der Deutschen.